Willkommen zurück zu Spyro 3. Ja. Ja, da hat mich die ganze Zeit hier schon voll gelabert. Mit seinem Na-na-na-na-na. Reicht langsam. Ich hoffe mal, dass der Part jetzt, ich will nicht den ganzen Part da verbrauchen. Ich will den jetzt mal, ne? Ich hoffe, wir kriegen ihn gleich beim ersten Mal. Ja, fängt gut an. Fängt ja gut an. Der wartet immer da. Ja, da also wartet er. Im letzten Part haben wir den ja schon fast ein paar Mal gehabt. Wir waren ja schon ganz dicht dran an den. Aber er... Ja, entscheidet sich da, weil ich jetzt auf der Seite gewesen bin. Dachte, da kann er mich austricksen. Was ist denn jetzt eigentlich, ja, was ist denn jetzt eigentlich schwerer an denen, weil der mal, ist der jetzt schneller oder tut er einfach mal eine andere Richtung einschlagen? Ich weiß es gar nicht. Könnt ihr mir mal eine Comment schreiben, wenn es einer von euch weiß? Weil ich jag den ja nur hinterher, egal wo er lang macht, ne? Hier so zum Beispiel, ne? Da geht er ja mal da lang, mal da lang. Und hier so, ne? Ist ja auch so eine... Aber hat doch der Gelbe auch gemacht, oder nicht? Hier jetzt zum Beispiel, ne? Da hat er sich entschieden... Ja, und ich habe mich entschieden, zu zeitig zu springen. Viel zu zeitig. Das heißt, einmal zurück. Ja, ist schon eine harte Nuss, also der Rote. Obwohl wir den ja schon... ein paar Mal fast hatten. Man muss an der Sache vielleicht ein bisschen entspannter rangehen und schön aufpassen, wann man springen muss. Ja, jetzt will er noch mal dieselbe Runde anscheinend. Ah ne, er will ja doch noch mal dieselbe Runde. Und hier bin ich wieder zu zeitig gesprungen. Ja, das meine ich. Man muss sich da ganz schön konzentrieren. Ah, wird's doch noch ein ganzer Part? Ich weiß es nicht. Wenn es zu lange geht, tun einem aber mittlerweile dann die Finger weh. So, du kleine Mistmale. Ja, er geht nochmal da lang. Und nochmal denselben Weg. Komm, jetzt geht auch mal einen anderen Weg. Der andere ist viel besser, glaub mir. Ja, macht er auch. Kriegen wir noch die Kurve. Hier auch. Aber er geht da lang und ich krieg's leider nicht mehr gebacken. Ja, weil mein Kater auch gerade... Ich halte ja den Controller immer so unterm Tisch, müsst ihr wissen. So in beide Hände, ne? So, unterm Tisch so irgendwie nach vorne. Und da kommt, wenn mein Kater vorbeikommt, wundert er sich, was ich da mache und schnüffelt dann dran. Das kitzelt dann. Und das lenkt einen auch ab. Ne? Dieser Junge. Die Strecke ist besser, finde ich. Ich glaube, auf der Strecke könnte man ihn kriegen. Ja, bleib auf der Strecke. Freund. Oh, bleib. Ja, schön. Eng rumziehen und er geht wieder dahin. Na, jetzt geht er hier lang. Jetzt ändert er schon wieder seine Richtung. Das ist nicht so gut. Aber ich weiß, was er vorhat. Ah ja. Wenn wir jetzt keinen Fehler machen, dann kriegen wir... Nein, nein, wieso springst du denn nochmal? Boah. Das wäre es gewesen. Das wäre es echt gewesen. Aber nein, er lacht mich weiter aus. Zurecht, zurecht. Ich habe da einfach einen Fehler gemacht. Genau wie hier jetzt.
Da sieht man die Kante immer zu spät, wann die aufhört, ne? Bei der Richtung. Weiß gar nicht, ob wir auch so weit überhaupt zurückrennen müssen. Ah ja, jetzt hier. Hier meinte ich, da sieht man immer die Kante zu spät. Ah, er will noch mal dieselbe Runde. Ach, verdammt. Ja, alles klar. Jetzt bin ich komplett durcheinander gekommen. So, ich glaube, wir brauchen gar nicht bis da oben, ne? Ich glaube, bis hier reicht zu. Ja, reicht doch. Kleiner, ja, jetzt. Ich das hasse. Dann geht nochmal denselben Weg. War ja so klar. Ja, man muss es einfach immer und immer wieder versuchen, egal wie lange es dauert. Irgendwann schafft man das. Das war bis jetzt immer mein Prinzip, ne? Außer bei Crash Bandicoot, bei dem neuen, was es auf PS4 gibt. Mit den Zeitdingern da. Da habe ich irgendwann keine Geduld. Da raste ich innerlich so aus. Also ich bin ja nicht so einer, der jetzt Controller gegen die Wand schmeißt oder so. Bei mir ist es dann eher so innerlich, dass ich so wütend werde. Und jetzt geht er hier schon wieder lang, ja. Das war es gewesen. Ja, und dass ich dann irgendwann das Spiel ausmache, weil ich es einfach, ne, da keinen Nerv. Ich meine, ich bin jetzt auch nicht mehr der Jüngste, klar. Aber ist immer schon scheiße, weil man, ich hätte es da auch gern geschafft. Also ich habe da, ich weiß es gar nicht, war es der zweite Teil? Ich meine, ich muss die ja noch Let's Playen, ja, und tschüss, Spyro. Ich muss die ja noch sowieso noch Let's Playen, die neuen Teile von Crash Bandicoot. Was heißt muss? Ich will die Let's Playen. Ne, muss ist ja gar nicht, aber steht auf jeden Fall auf meiner Liste sozusagen. Und war das jetzt der zweite Teil? Ich überlege gerade, ob das der zweite oder dritte Teil war, wo ich wirklich eine Sache auf Zeit nicht geschafft habe. Nur eine einzige Sache. Und wenn ich die geschafft hätte, hätte ich Platin bekommen. Das ist immer so ärgerlich, ne? Da habe ich auch Darksiders 1 zum Beispiel, habe ich auch auf der PS4 alle Trophäen geholt. Bis auf eine einzige, das, wo man mit dem Engelsvogel da fliegen muss und auf dieser Strecke 160 Gegner töten. Das habe ich nicht geschafft. Das ist zwar bloß eine Bronze, aber die muss man haben, um Platin zu kriegen, ja? Und ich schaffe das einfach nicht. Auf Teufel komm raus, schaffe ich einfach, ja? Und jetzt hat er wieder, weil ich zu nah an dem Eisblock war. Ja, das ist traurig. Da habe ich, warte mal, Darksiders 1. Ja, und Crash Bandicoot. Andere Spiele fallen mir jetzt nicht ein, wo bloß noch eine einzige übrig war. Naja. Nicht, dass ich jetzt, aber so privat mache ich gerne Spiele dann auf 100%. Also auch hier in der Aufnahme, ja, kennt mich ja. Mache ich ja auch 100%. Aber so platinmäßig, das mache ich meistens privat dann, weil man da ja auch viel mehr machen muss. In vielen Spielen. Da muss man ja zum Beispiel auch noch den schwersten Schwierigkeitsgrad spielen und so eine Sachen, ne? Und das, glaubt mir, was wollt ihr nicht sehen, weil dieses ewige Gefehle und so eher man da vorankommt, das dauert, das dauert. Sowas kann man nur, finde ich, dass man sowas nur privat machen kann. Ich meine, man könnte es auch aufnehmen, ja, aber ich weiß nicht. Könnt ihr mir ja mal reinschreiben, ob ihr sowas sehen wolltet, wenn ich ihr ein Spiel auf den schwersten Schwierigkeitsgrad, damit ich gleich die Trophäen dafür auch alle kriege und so, ob ihr sowas euch angucken würdet, dann dieses ewige Gefehle, weil man da nicht vorankommt ewig und natürlich auch ewig braucht, ne, dafür. Und Leute, ich quatsch euch, ich laber euch voll hier, ne, mit meinen Geschichten und so und achte gar nicht mehr aufs Laufen. Ist das das Geheimnis?
Ich habe das nur noch so nebenbei hingeguckt und einfach nur gemacht. Wow. So, jetzt ist die Frage, haben wir hier auch alle Steine? Ich meine, gut, wir haben da eine Dings, wir haben das da oben geholt. Ich wüsste jetzt nicht, wo hier noch Steine sein sollen. Da ist noch, nee, da waren wir, ne? Das war das, wo man hinsegeln konnte. Von hier oben sogar, ne? War das das nicht gewesen? Ja, ne? War ich gerade da unten? Oder war es noch mal was anderes? Wir können ja noch mal hier kurz gehen. Hier war doch, wo man ganz nach oben kommt, ne? Ja, ich sollte einfach mal so ein bisschen über andere Sachen erzählen bei so einen schweren Stellen und dann klappt das schon. So. Nee, ich möchte sagen, wenn, dann ist das jetzt in dem sag schon. Ja, das ist dann wahrscheinlich in dem Dings, in dem anderen Level. So, wo war jetzt der Ausgang? Gute Frage. Hätte man das jetzt auch rückwärts laufen können? Sag ich mal. Ja, tatsächlich. Man könnte das auch andersrum laufen. Wir gehen erstmal hier raus. Also ich möchte sagen, dass wir hier alle Steine geholt haben. Hier fehlt uns ja sowieso noch ein Ei, ne? Hier war ja jetzt nichts weiter. Jetzt müssen wir gucken, wie wir an das eine Ei kommen da. Wenn ich mit der Gondel nach unten fahre, hat das doch auch keinen Sinn, ne? Könnt's ja mal probieren. Passiert da irgendwas? Nee. Na, jetzt muss ich echt überlegen. Könnte ich jetzt hier hochspringen und gleich wieder hochfahren? Nee, muss das absteigen, ne? Hallo, Kamera. Kannst du mal hinter mir bleiben? So. Fahren mal wieder hoch. So, runter hier. Wo ging das denn jetzt nicht? Hier ging es ja runter zu der Aufgabe. Ist richtig, da habe ich ja... zu dem Strudel, der brachte einen nur da hinten um die Ecke, ne? Aber mal sehen, warte mal. Vielleicht kommen wir ja auch von da aus irgendwie dahin. So, hier. Das war ja nur das am Anfang. Da unten sind doch noch Steine. Wie komme ich denn... da muss doch hier irgendwo das Eis kaputt gemacht werden, oder nicht? So, hier konnte man nur hier rüber. Ja, oder runter natürlich. Da geht auch, ne? Spyro, er hat einfach mal der Knopf nicht reagiert. Wo bin ich jetzt hier? Ach, ja, hier, klar. Und jetzt haben wir natürlich auch ein Leben verloren, ne? Ist klar. Gehen wir noch mal denselben Weg, weil ich glaube, dass wir vielleicht eventuell von da hinten... Und irgendwie habe ich das in Erinnerung, dass man das Eis, glaube ich, kaputt machen musste, ne? Irgendwie so. So. Ja, wieder nicht reagiert der Knopf. Was ist denn das für eine Scheiße jetzt hier? Gehen wir die Leben flöten? Ich drücke immer kurz vorher Dreieck. Und es passiert nichts. Da bin ich so froh, dass wir es jetzt mit dem Dingern geschafft haben da, der Rote und so, ne? Und er, und ich war so froh, dass wir da keine Leben verloren haben, vor allen Dingen.
Das kommt ja auch noch dazu. Naja, so geht es natürlich auch. So. Hier konnte man aber nicht irgendwo. Nee. So, und der? Ja, da drüben, das Ei. Warte mal. Der Strudel, der bringt einen ja eigentlich dahin. Könnte ich da nicht... Ah, vielleicht andere Seite rum. Andere. Moment. Hier meine ich. Moment mal. Moment mal. Warte mal. Ich will mal was ausprobieren. Muss ja irgendwie kaputt gehen, ne? Hier das, Nee. Kannst du machen, was du willst. Da sind noch sehr viele Steine da unten. Der einzigste Weg ist ja natürlich da oben zu dem Ei, ne? Dass man von da aus eventuell... Hier ist nichts. So, wir müssen die Enten töten. Wir brauchen wieder unser Leben zurück. So. Hier bei dem, nee, das war ja nur der Strudel für da. Ich denke mal, dass wir den Strudel nutzen müssen. Die Aufgabe, da hatten wir auch schon gemacht, ne? Ich glaube schon. Bei Geldsack. Wo der... So, tut mir leid. Ich muss das machen. So, hier rüber. Habe ich gerade hier unten drunter was gesehen? Kann das sein, dass man hier unten drunter segeln muss? Ist mal vorgemerkt. Ich will jetzt keine Experimente machen. So, jetzt hat es funktioniert. So. Nee, nee. Wie soll man das denn schaffen? Ich darf nicht in den Strudel kommen und dann von da aus. Das wird sein. Ja. Oder Moment mal. Vielleicht hier um den Berg rumfliegen. Hm, ja. Oh, ich kann mich leider nicht mehr erinnern, ey. Das ist schon zu lange her. Wie das nochmal war hier. Ich kann nur versuchen, die Ente hier Platz zu machen. Also ich kann nur versuchen, jetzt hier ein bisschen auszuprobieren. So. Müssen wir bald wieder ein Leben dazu kriegen. So, ich denke mir mal... Ne, da unten ist ein Eiszapfen, ne? Habt ihr das gesehen? Ah, ich bin mir nicht sicher, aber jetzt dann wieder ein Leben opfern? Ich weiß nicht. Ansonsten müsste ich mal nachschauen, ne? Wir werden den Part jetzt hier noch verbringen, ein bisschen hier rumzuprobieren. Vielleicht kriegen wir es ja noch alleine raus. Ich müsste eigentlich... Moment... Ich müsste eigentlich hier so... ist da oben auch noch was? Nee. Das sieht aber aus, als ob man da oben auch hin könnte, ne? Mit dem Strudel eventuell hier um die Kurve anstatt da. Wisst ihr, wie ich meine? So, hier so rum. Ah, das könnte auch funktionieren. Ah, verdammt. Das ist, glaube ich, das Rätsels Lösung. Ente. Jetzt musst du mir aber langsam mal ein Leben wiedergeben hier. So. Weil das ist ganz schön heftig, weil habt ihr gesehen, wie viel... Das war ja hier so eine fette Kante hier noch, ne, als ich da ankam. Das schafft er ja dann gar nicht mit Dreieck. Hm.
Aber anders wüsste ich jetzt nicht, wie man da hinkommt. Ich denke mal schon, dass es so gedacht ist. Da war ja sogar noch ein Gegner gewesen. Ja, und eventuell müsste man doch hier unten drunter fliegen. Das könnte man sich genauer anschauen, wenn man da drüben ist. So. So. Nee. Das packt er. Ah, hier, guckt mal. Habt ihr gesehen? Der Weg ging da hinten die ganze Zeit lang. Ah, ich werde dann wieder, wenn wir in der Heimatwelt sind, da werde ich dann wieder ein paar Kanickel. Moment mal. Das muss ich mal überlegen. Weg hier. Jetzt muss ich bloß gucken. Das war in der Richtung. Moment mal. Das war so, da war ja bloß das. Da ging ein Weg. Wir gehen noch mal hier schnell lang. So. Und hier, wenn ich jetzt da um die Kurve, das, also, Moment mal, da ging, aber hier geht doch kein Weg mehr da hinten lang. Wir können hier lang, aber wir müssen hier irgendwo einen Weg übersehen haben, Leute. Weil der Weg ging, Moment. Der ging hier bis, ach hier. Hier geht er, ja, wer soll denn darauf kommen? Den mal weg, den mal weg. Aber fehlen immer noch Steine. Ja, die unten im Eis sind, ne? Ey! Du Schlafmütze. So, Eier haben wir alle auf jeden Fall. So, jetzt ist nur die Frage mit dem Eis da. Wie kommt man da rein? Wenn ich jetzt hier einen Kopfstoß nach unten mache, passiert ja nichts. Und die Kanonen, die können nicht so tief schießen. Und wir haben ja da alles explodiert, ne? Da ist ja nichts, ist ja nichts passiert. Das ist noch die große Rätselfrage. Aber schön, dass wir das hier jetzt wenigstens rausgefunden haben. Ja, seht ihr mal, wie hoch das ist von da aus. Ich könnte jetzt zwar hier zurückfliegen. Ne, das geht. Aber wie ist das mit dem Eis? Muss da irgendwo eine Bruchstelle sein oder so. Das führt da unten durch. Aber hier sehe ich auch nirgendwo eine. Hier waren wir auch, ja, da unten. Ach, hier. Hier ist eine Bruchstelle. Wie kam ich nochmal da oben hin? Da müssen wir wieder... Komm, das schaffen wir noch. In dem Part. Hier ist nämlich keine Bruchstelle, aber bei dem anderen. Hab's gerade gesehen, hab's gerade gesehen. Das ist super, wenn wir das... Wenn wir das selber hier noch, wenn ich das selber rausfinde, finde ich immer schöner. So, hier rüber. Ich müsste doch mal langsam hier ein Leben kriegen. So viel Enten, wie ich hier schon weggehauen habe. So, dann hoffe ich mal, das klappt doch gleich beim ersten Mal.
Halt, Ente. Müsste auch schon mindestens die 10. gewesen sein. Eieieiei. So, dahin. Ja, genau, jetzt dahin. Und von hier oben. Mist. Hier muss ich rauf treffen. Warte mal, wie weit muss ich denn da? Ja, muss ich ein kleines Stück segeln. Das war, ich bin ja jetzt hier aufgekommen, ne? Ah. Ja. Spyro, du hast ein Talent, schieß noch mehr daneben. So, jetzt ein bisschen Banane. Ah, jetzt haben wir endlich ein Leben dazu. 20 wieder, ne? Ja. Wir hatten mal 23, ne? Oder hatten wir schon mal 25? Lass ich das aber mal mit den Enden. Ich wollte eigentlich nur so lange machen, bis ich ein Leben wieder dazu habe. Und ich würde das jetzt gerne schaffen. Wir müssen noch ein Stückchen... Da ist die Bruchstelle. Habt ihr das gesehen? Wieso hast du denn nicht... Oh, Spyro! Ich will das jetzt noch schaffen. Ist mir egal, wie lange du brauchst dafür. Ich glaube nämlich, dass das dann der Rest ist. Das war's dann. Kann doch wohl nicht wahr sein. Ich wollte eigentlich nur ein Stückchen zur Mitte weiter und dann... So. Ja. Jetzt fall doch mal gleich runter. Jetzt reagiert der Knopf einfach nicht. Ich fasse es nicht. Aber wir haben Geduld, wir haben Geduld, wir können das. Wir wissen, wie es gehen soll, also muss es ja. Ich denke mal, mit einem Kopfstoß wird man da das Eis durchbrechen und dann kann man da unten alles einsammeln und gut ist. Jetzt muss einem nur noch der Kopfstoß natürlich gelingen, an der richtigen Stelle. So. Die ist... Genau vor mir. Nein! Aber der tut doch... Ich kann doch nicht segeln und gleichzeitig... ne? Es ist doch gar nicht so weit. Ach, verdammt. Gut, einmal probieren wir nochmal. Und dann müssen wir es im nächsten Part eben weiter versuchen. Okay? Eigentlich wollte ich das jetzt noch schaffen. Ich wollte das jetzt schaffen in diesem Part. Und nicht erst im nächsten. Der muss einfach mal besser... ich wollte jetzt eigentlich mal was anderes ausprobieren. Ob ich ein Stück segeln kann und er dann trotzdem den Kopfstoß macht. Nee, dann macht er nicht mehr, ne? Dann macht er nicht mehr. Muss ich hier vielleicht mit Anlauf ein bisschen schnell rennen und dann springen und dann Kopfstoß machen? Versuch es wert, ne? Nee, da macht er gar nichts. Ist einfach nur eine Qualle, die platsch und fertig. Weil wenn er... Wir können ja mal hier kurz. Moment. So, hier. Ah ja. Ich kann aber... Moment. Ich kann aber... Warte mal. Wenn er jetzt springt. Nee, da macht er diesen. Okay. Also gleiten ist nicht, weil da macht er nur diesen Flattermann. Man muss springen und dann
Man kann aber... Moment. Man kann aber springen und kurz vorm Boden erst. Genau, bevor er den Boden berührt, kann man das. Und dieses Zeitfenster reicht vielleicht aus, damit er... naja. Soweit zur Theorie, ne? Jetzt kommt die Praxis. Wird das schaffen? Wird das nicht schaffen? Ich weiß es nicht. Also ich kann... Ich darf nicht segeln. Ich darf nicht segeln, so. Bin ich jetzt genau? Ja. Aber wahrscheinlich stehe ich jetzt hier schon... Nein! Boah, das gibt's doch gar nicht. Dann geht der Part halt doch mal ein bisschen länger. Ich will das jetzt in dieser Aufnahme schaffen. Und nicht erst in der nächsten. Weil ich will eigentlich nach der Aufnahme, wollte ich eigentlich jetzt dann Schluss machen. Das ist das Problem. Und wenn ich das Spiel ausmache, dann muss ich nämlich das ganze Level nochmal machen. Und da habe ich nämlich keine Lust zu. Wenn ihr versteht, was ich meine. Oder muss ich das gar nicht mit den Kopfdings da machen? Ich glaube aber schon. Er hat es einfach nicht gemacht. Ich habe Dreieck gedrückt. Wir haben es doch vorhin getestet. Ich verstehe es nicht. Wir haben es doch hier hinten getestet. Ging es doch auch. Oder der Knopf hat einfach wieder mal nicht reagiert. Wie er eigentlich sollte. Ja, sorry, dann habt ihr hier mal einen XXL-Part wieder mal. Könnte dann sein, dass er 40, 45 Minuten geht. Weil ich das einfach hier nicht hinkriege. Da wäre ich zu blöd. Weil da, wir haben es doch geübt gehabt. Haben es doch geübt. So. Nach vorne. Jetzt wollte er wieder nicht springen. Ach, ich... Das sind so eine Momente, ne, wo man am liebsten, ihr wisst schon, ne? Aber ich mach's nicht. Könnte man am liebsten das Ding in die Ecke schmeißen und sagen, ja, leck mich. Da bewundere ich dann immer die Spieler, die das gleich beim ersten Mal schaffen. Wahnsinn. Seht ihr? Da macht er ja nur den Flattermann. Man darf nicht segeln. Und er hat es wieder nicht gemacht. Ich habe es gedrückt, bevor er auf den Boden aufkam. Oh, nee. Na gut, Leute. Okay. Ich glaube, ich werde mir noch mal ein Video angucken, wie das andere machen. Aber ich glaube, man muss es so machen. Von da oben... einfach so springen und ein, aber wenn ich hier aufkomme, also man muss zumindest hier die ersten, ne, die ersten Risse hier treffen. Ich kann hier auch nicht Feuer, ja, er spuckt ja Feuer nicht nach unten. Guck da runter, mach Feuer. Ach doch, man könnte nach unten. Moment. So. Nee, macht er nicht. Aber hier ist eindeutig ein Riss und hier müssen wir eindeutig hin. Aber ich glaube, ich guck's mir an und dann werden wir das im nächsten Video halt machen. Okay, dann sage ich mal tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Spyro 3 und vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.